Sie ist eine Meisterin der Verwandlung. Ihre Leinwand, die Haut. Die Tätowiererin Karina Pusch ist seit 6 Jahren eine der angesagtesten Bodypainterinnen in Deutschland. Ihr Instagram- und YouTube-Kanal machte sie über die Landesgrenzen hinweg bekannt. Die Fans wollten mehr von ihrer Kunst sehen und deshalb hat Karina jetzt ihr eigenes Tattoo-Studio, in dem sie ihren cute and creepy Style jetzt auch dauerhaft unter die Haut bringt. Auf der einen Seite immer ein bisschen was Düsteres und so Totenkopfmäßiges und auf der anderen Seite halt dieses Fantasievolle mit Glitzer. Und das sind Karina und ihr Kreativteam. Das Skurrile, anders als viele ihrer Tattoo-Kollegen, ist Karina selbst nicht tätowiert. Ich selber habe kein einziges Tattoo. Ich bin der Meinung, dass man sich bei einem Tattoo sehr sicher sein sollte. Und ich habe halt so viele Motive, die ich schön finde. Aber ich könnte mich jetzt direkt für keins entscheiden. Wobei bei mir noch der Punkt ist, wenn ich jetzt den ganzen Arm voller Totenköpfe hätte, dann will ich ein Elfenshooting machen und es wird halt überhaupt nicht passen. Karina verdient ihr Geld vor allem mit Tattoos im cute and creepy Style. Dabei liegt ihr aber nicht nur das Motiv am Herzen. Wenn man eine persönliche Geschichte oder Erinnerung tätowiert, dann hat man direkt einen guten Kontakt auch mit dem Kunden. Also das beziehe ich jetzt auf meine Uroma, weil ich damals am Sterbebett mit dabei war und sie hat auch immer Eulen gesammelt und da habe ich mir als Kind immer gesagt, ich sammle Eulen weiter und dann war der Uhu so dieses Symbol dafür. Boah, das gefällt mir sehr gut. Trotz des eigenen Tattoo-Studios in Dorsten macht sie immer noch einen Großteil ihrer Einnahmen über Face- und Body-Paintings. Für ihre fantasievollen Maskeraden über den ganzen Körper wird sie im Netz gefeiert und hat auch schon einen Webvideopreis gewonnen. Und natürlich nutzt sie ihre Body-Painting- und Maskendienste auch kommerziell. Ab 150 Euro sind solche Sessions inklusive Fotoshooting zu haben. Und Veranstalter buchen ihre Models gerne als Eyecatcher für Events. Heute Abend sind wir im Index, das ist die größte Diskothek Deutschlands und zwar ist da Candy Night. Da werde ich die ganzen Mädels dann zurechtmachen, alles so Süßigkeiten themamäßig und generell dauert eine Corsage so zwischen 5 und 8 Stunden, je nachdem wie aufwendig das wird, was man jetzt genau drauf macht und da ist natürlich klar, dass man auch abends mal bei einem Filmeabend irgendwie dann da sitzt und dann noch was ranklebt und ja, da liegt natürlich auch schon mal Glitzer auf der Couch oder so. Tom hat sich schon dran gewöhnt, das ist schon gar nicht mehr so schlimm. Auch die Kamera ist manchmal voll mit Glitzer oder so. Der heutige Abend steht unter dem Motto Candy Girl. 2 Wochen lang hat Karina dafür Kostüme gebastelt. Mit Bauschaum, Perlen, Glitzer und Süßigkeiten. Insgesamt 6 Mädchen werden heute in der Diskothek als Candy Girls aktiv sein. Darunter auch Laura, die zum allerersten Mal bei so einer Aktion dabei ist. Ja, ich bin eher eine schüchterne Person. Komm, wenig aus mir raus eigentlich, um ehrlich zu sein. Kontaktlinsen, hattest du schon mal welche drin vor? Auch noch nicht. Auch noch nicht. Ja, dann fangen wir gleich direkt mal mit den Kontaktlinsen an, denn die Augen drehen immer so ein bisschen. Und dann werde ich ihr gleich erstmal ein rosa Make-up verleihen. Erstmal eine Grundierung. Und wie fühlt es sich an? Kalt wahrscheinlich. Ja, sehr kalt. Bei einem Bodypainting muss man sich immer an der Anatomie des Menschen das Ganze anpassen. Nicht nur bei anderen, sondern auch bei sich selbst hat sie das Auge für das perfekte Bild. In nur einer Stunde verwandeln sich Annie, Anja und Karina in süße Monster. Also bei mir ist es immer so, ich kann eigentlich noch stundenlang weitermalen. Ich finde immer noch irgendwo was, wo man noch weitermachen könnte. Aber klar, wenn man einen Auftrag hat und gebucht ist, dann muss man auch irgendwann mal aufhören, denn man will ja auch pünktlich kommen. Auch Lauras Verwandlung ist gleich geschafft. Aus dem schüchternen Mädchen ist ein stolzes Fabelwesen geworden. Jetzt siehst du dich zum ersten Mal und was sagst du? Krass. Der Hammer. Das ist echt der Hammer, einfach mal wirklich so rumzulaufen, den ganzen Abend nicht wie so ein graues Mäuschen in der Ecke zu sitzen. Von wegen graues Mäuschen, die Candy Girls treten ihren Dienst in der Disco an. Für Laura die Premiere. Hallo. Hallo. Geht's euch gut? Hi, Karina. Hallo. Ihr seht ja schon richtig gut aus. Gebucht wurden Karinas Candy Girls nicht nur als Blickfang. Sie bieten den Besuchern Süßigkeiten an, tanzen und flirten. Lauras Freunde sind übrigens auch hier, doch die haben noch keine Ahnung von der krassen Verwandlung der Studentin. Ob sie Laura überhaupt erkennen werden? Mädels? Nein, keine Frage. Nee, also ich war keine von denen. Nein, keine.
Mit Marco ist Laura sonst immer an den Wochenenden unterwegs. Ihm müssen wir erst auf die Sprünge helfen. So mit dem Lolli hätte ich gar nicht erkannt. Auf geht's zur großen Show auf der Bühne. Für Carina und ihre süßen Girls das Highlight des Abends. Das schönste Gefühl ist eigentlich, dass nach einem langen Arbeitstag alles letzten Endes gut geklappt hat, die Gäste zufrieden waren und ja, das Team auch zufrieden war, Spaß hatte. Ja, war spaßig. Cute und creepy, auf jeden Fall ein Hingucker.